Er ist die Gottheit der One Piece Welt und es drehen sich unfassbar viele Mythen, Mysterien und Theorien über seine Existenz und auch über seine Persönlichkeit, wer er ist, und zwar Im-Sama. Und durch welchen Charakter, der vor unfassbar langer Zeit in One Piece aufgetreten ist, der extrem viel wusste über die Weltregierung und über das antike Jahrhundert, können wir sehr sicher davon ausgehen, dass Im-Sama eine Person ist, die wir alle kennen. Und das passt auch perfekt zu anderen, beispielsweise Aussagen von Oda, die er gedroppt hat in den letzten Jahren, die auch wirklich perfekt dazu passen, was ihr gleich erfahren werdet, welcher Charakter Im-Sama ist. Wenn euch das Ganze interessiert, könnt ihr natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo auf den Kanal, eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben und auch mal gerne die Glocke aktivieren, denn damit verpasst ihr kein Video mehr. Aber ja Leute, viel Spaß mit der Theorie. Suzui One Piece. Alles rund um One Piece Theorien. Weeha! In Kapitel 906 hatte er seinen ersten Auftritt mit zwei Steckbriefen in der Hand vor einem riesigen gefrorenen Strohhut. Die beiden Steckbriefe waren zum einen von Ruffy und sehr wahrscheinlich auch von Blackbeard, denn den Steckbrief von Blackbeard haben wir zwei Chapter später in Chapter 908 neben dem von Ruffy auf dem Boden liegen sehen. Und zwar ist hier natürlich die Rede von Im-Sama, dem Gott der One Piece Welt, dem König der Weltregierung, der sowohl indirekt als auch sehr wahrscheinlich direkt die komplette Macht hat über die Welt von One Piece. Und wie sie aufgebaut ist, wie sie gestaltet ist, er kann eben alles entscheiden, denn er ist der stärkste One Piece Charakter, den es gibt. Es gibt zwar natürlich viele Ansätze von Oda, die er in der Story gebracht hat, die auf jeden Fall auch Sinn ergeben, im Hinblick darauf, wer Im-Sama überhaupt ist und dass beispielsweise auch Im-Sama schon mehr als 800 Jahre alt ist. Das Ganze ist natürlich auch sinnvoll, aber wir wissen eben nicht, wer Im-Sama ist. Alle Theorien darüber, wer Im-Sama sein könnte, wenn er 800 Jahre sein sollte, die bestehen grundlegend nur aus Spekulationen. Dafür gibt es fast keine Hinweise, sondern es sind eben einfach nur Spekulationen, dass beispielsweise Im-Sama ein Die-Träger ist, der sich abgewandt hat, oder der natürliche Feind von Joy Boy oder einer der 20 Könige, der die Regierung erschaffen hat. Das Ganze ist möglich, aber an sich nur reine Spekulation. Aber was hat Oda gesagt, was wir wirklich perfekt zu Im-Sama beziehen können? Und zwar, wir kennen ja natürlich alle diese Aussagen von Oda am Ende eines Jahres im Hinblick auf das neue Jahr. Was dort passieren wird, was die gesamte Story von One Piece aus Sicht des Lesers komplett verändern wird. Beispielsweise, für dieses Jahr, für das Jahr 2021, meinte Oda, dieser eine bestimmte rothaarige Charakter will dieses Jahr seinen Move machen. An sich haben dann natürlich viele an Shanks gedacht, aber natürlich, Oda meinte sehr wahrscheinlich Kid, denn Kid ist ja auch gerade präsent im Arc, im Gegensatz zu Shanks. Und Kid kämpft ja auch gerade gegen Kaiser, im Gegensatz zu Shanks natürlich. Deswegen meinte Oda damals sehr wahrscheinlich Kid, aber auf jeden Fall, diese Aussage ist eingetroffen. Dass Oda eben meinte, ein rothaariger Charakter, dieser bestimmte rothaarige Charakter, der wird seinen Move machen in diesem Jahr. Das ist eingetroffen. Davor das Jahr meinte Oda, dass mit Sabo, Vivi und Hancock wahrscheinlich was passieren wird. Was ist mit Sabo, Vivi und Hancock? Wir haben zum einen Sabo, der wahrscheinlich gefangen genommen wurde im Kampf gegen die beiden Admirale Fujitora und Green Bull. Wir haben Hancock, die von Corby angegriffen wurde und möglicherweise auch danach noch von Fujitora. Denn Fujitora wurde nur ein Kapitel, nachdem die Samurai der Meere abgeschafft wurden, gezeigt auf der Hohen See. Und die Besatzung seines Schiffes hat gegen einen Seekönig gekämpft. Und dabei treten Seekönige sehr häufig im Combat auf. Und welche Insel ist im Combat? Natürlich Amazon Lily. Und welches ehemalige Mitglied der Samurai der Meere ist natürlich auf Amazon Lily? Ganz klar, Boa Hancock. Das heißt, wir haben Sabo, der wahrscheinlich gefangen genommen wurde. Wir haben Hancock, die wahrscheinlich gefangen genommen wurde. Und wir haben dazu noch Vivi. Und zu Vivi wissen wir natürlich, dass ein Todesfall auf der Reverie passiert ist, der etwas mit der Nefertari-Familie zu tun hat. Und das war wahrscheinlich Cobra. Also ihr Vater wurde wahrscheinlich getötet, weil er zu viel wissen wollte. Und dabei hatte Im-Sama auch Interesse an Vivi, denn er hielt das Bild von Vivi in seiner Hand. Also wir haben Sabo, der in extremer Gefahr stecken sollte. Wir haben Hancock, die in extremer Gefahr stecken sollte. Und wir haben Vivi, die neben dem wahrscheinlichen Tod von ihrem Vater auch noch das Interesse von Im-Sama geweckt hat. Das heißt, diese Aussage von Oda ist an sich sehr wahrscheinlich offscreen eingetroffen. Wir haben es nicht gesehen, aber anhand der zeitlichen Referenzen, beziehungsweise eben anhand dessen, wie wir gerade zeitlich stehen in One Piece, wissen wir eigentlich schon, dass das Ganze in der Vergangenheit liegt. Und damit hatte eben Oda auch sehr wahrscheinlich recht. Zum vorherigen Jahr, also zum Jahr 2019, kam eine Aussage von Oda über die Backstory von Oden. Das Ganze ist auch eingetroffen. Und jetzt kommen wir zur Aussage von Oda im Jahr 2018. Denn damals meinte Oda auf der Jumpfesta, dass ein Charakter auftreten wird, der sich als der größte bisherige Gegner von Ruffy bzw. von den Strohpiraten herauskristallisieren wird
und dieser Charakter hat auch eine bestimmte Verbindung zu Whitebeard. Und der einzige richtige, ernstzunehmende Charakter, der sich eines Tages auch als Gegner von Ruffy herauskristallisieren wird, dieser Charakter war Im-Sama. Das heißt, wir können davon ableiten, dass eben Im-Sama eine Verbindung zu Whitebeard hat und welcher uns ein bekannter One Piece Charakter hat eine Verbindung zu Whitebeard, von dem wir nicht wissen, was heutzutage mit ihm los ist. Es ist natürlich Roxy Zebek. Roxy Zebek wird Im-Sama sein, zumindest wenn man der Aussage von Oda Glauben schenkt, dass eben dieser Charakter, der auftreten wird, eine Verbindung zu Whitebeard hat. Dabei wird sich auch nur eines Tages logischerweise Im-Sama gegen die Schrottpiraten stellen und dabei natürlich auch gegen Ruffy. Ruffy jetzt die Darstellung von Joy Boy, Im-Sama eben als das wahrscheinliche Gegenteil. Und wieso Im-Sama eben Roxy Zebek sein sollte, liegt eigentlich wegen einigen wenigen Gründen auf der Hand. Wir haben zum einen natürlich diese Aussage von Oda, die ich gerade natürlich erklärt habe. Das heißt, deswegen sollte schon mal Im-Sama möglicherweise Roxy Zebek sein. Dazu noch, es ist etwas auffällig, dass Im-Sama das erste Mal aufgetreten ist in Chapter 906 und nur ein Kapitel später, und zwar in Kapitel 907, war zum ersten Mal die Rede von der Rocks Piratenbande. Das heißt, wir haben Im-Sama, ein unfassbar wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Charakter in der One Piece Welt, ihn sehen wir zum ersten Mal nach 906 Kapiteln. Und nur ein Kapitel später erfahren wir von den Rocks Piraten. Und die erste namentliche Erwähnung von Roxy Zebek war in Kapitel 957. Das heißt, wir haben Im-Sama und Rocks. Beide sind unfassbar wichtige Charaktere. Und beide werden erst nach mehr als 20 Jahren in die One Piece Welt eingebunden. Das heißt, möglicherweise steckt hinter beiden Charakteren der gleiche Charakter. Denn von Im-Sama kennen wir das Aussehen nicht wirklich. Das heißt, es könnte Roxy Zebek dahinter stecken. Und vor allem auch wegen des Traums von Roxy Zebek, weil er eben der König der Welt werden wollte, passt es perfekt zu Im-Sama, denn genau Im-Sama stellt eben diese Rolle dar, die Rox immer haben wollte. Und es wäre doch eben perfekt, wenn Rox seinen Traum erfüllt haben sollte, nur dass eben davon so gut wie niemand weiß, sondern nur die obersten Leute innerhalb der Weltregierung. Dafür sprechen zum einen, dass Oda natürlich mit der Aufmachung des God Valley Vorfalls natürlich einen ganz neuen Storystrang behandeln wird und dabei natürlich, wir wissen natürlich an sich alles, also zumindest von der öffentlichen Wahrnehmung her, wir wissen alles vom God Valley Vorfall. Was hätte es da noch für einen großen Zweck, das eben zu zeigen, wenn wir alles wissen würden von eben diesem God Valley Vorfall? An sich wäre der God Valley Vorfall doch eigentlich relativ langweilig, wenn es keine Pointe geben würde, die man eben nicht kennt. Das heißt, wir wissen eben, dass Roger und Garp anscheinend gewonnen haben und dass die Rocks Piraten verloren haben. Die ganze Piratenbande ist zersprungen. Das soll es gewesen sein. Wir könnten beispielsweise erfahren, dass auf God Valley das frühere Mary Jo war. Das wäre zwar schon ganz interessant zu wissen, aber ich denke, bei einem so einschneidenden Erlebnis in der One Piece Welt müsste es eine Pointe geben. Und die wäre eben, dass Rocks dieser Weg überlebt hat und nur seinen Tod vorgetäuscht haben könnte. Und dadurch wäre eben die Möglichkeit geschaffen, dass er noch überlebt hat und dass er dann beispielsweise die fünf Weisen bedroht haben könnte, sodass Rocks dann auch den Platz über den fünf Weisen einnehmen könnte, um der König der Welt zu werden. Wie er sie beispielsweise bedroht haben könnte, ist schwer zu sagen. Es könnte sein wegen dem Wissen von der alten Geschichte, es könnte sein wegen seiner Stärke, wegen dem die, weil es irgendwas bedeuten könnte. Es wäre da sehr viel möglich. Es würde jedoch auf jeden Fall Sinn ergeben, dass Rocks damals die fünf Weisen bedroht haben könnte, weil wir wissen auch von den fünf Weisen, dass sie Angst haben vor Im-Sama. Das haben wir in Kapitel 908 gesehen, dass die Gorosei aufgeschreckt haben, als sie Im-Sama gesehen haben, als er dort aufgetreten ist und dass sie sich auch vor ihm hingekniet haben. Das heißt, es besteht sogar nicht nur Respekt, sondern auch Angst vor Im-Sama und das könnte eben daran liegen, dass sich Im-Sama damals als Roxy Zebek vor den fünf Weisen sehr krassen Respekt und damit auch Angst erschafft hat. Aber eben, dass Roxy Zebek, der möglicherweise stärkste Pirat aller Zeiten, dass er einfach nur für eine Geschichte erfunden wurde, die einfach nur aus coolen Kämpfen besteht, ist doch eigentlich, wenn man wirklich darüber nachdenkt, eigentlich wirklich langweilig und unlogisch. Es muss mehr dahinter stecken und das sollte dann auch nicht nur ein normaler Auftritt von Rocks sein nach Wano Kuni oder so, als nächster Piratengegner. Nein, hinter dem Charakter Roxy Zebek muss mehr stecken und zwar eben der König der Welt. Er ist Im-Sama. Und welcher Charakter in One Piece hat uns das eigentlich schon bestätigt, dass Im-Sama nicht 800 Jahre alt sein kann, sondern eben, dass er vor relativ kurzer Zeit in die Regierung eingetreten ist und das eben somit auch sehr wahrscheinlich Roxy Zebek Im-Sama ist. Und zwar Professor Kleeblatt beim Ohara-Vorfall. Wir wissen von den Forschern von Ohara, dass sie auf jeden Fall fast alles wussten über die Geschichte. Sie wussten, wie das antike Königreich heißt, was damals passiert ist, dass das antike Königreich beispielsweise auch sehr fortgeschritten war, was die Technologie angeht. Und sie wussten eben eigentlich alles über die Regierung und über die Zeit, die die Regierung eben vertuschen möchte. Das heißt, eigentlich müssten die Forscher von Ohara eben alles wissen über die Regierung und somit auch vor allem Professor Kleeblatt. Er war 85 Jahre alt, als er gestorben ist und er war eben unfassbar gebildet, weil die Forscher von Ohara eben auch die Pornoglyphe lesen konnten. So, und was hat er gesagt? Er meinte,
Lasst mich mit der höchsten Autorität der Regierung sprechen. Lasst mich mit den fünf Weisen reden. Das heißt, Kleeblatt meinte zu Spendine, dem Vater von Spendam, damals auf O'Hara, bevor hier der Buster Call durchgeführt wird, lasst mich mit der höchsten Autorität sprechen und die höchste Autorität der Regierung stellen für ihn persönlich die fünf Weisen dar. Das heißt, Kleeblatt mit dem Wissen von den Poneglyphen, mit dem Wissen von den Sachen, die vor 800 Jahren passiert sind, er wusste nichts von Imsama. Obwohl er eben so viel wusste und dadurch lässt sich eben deuten, dass Imsama damals nicht dabei gewesen ist, sodass auch nichts über ihn in irgendwelchen Geschichtsbüchern oder in irgendwelchen Poneglyphen steht, weil er eben damals nicht dabei gewesen ist. Somit liefert uns eigentlich schon Professor Kleeblatt die Antwort darauf, dass Imsama ein neuer Charakter sein muss. Und dazu passt eben, wie gesagt, Roxy Zabek am besten dazu, weil es eben sein Traum war und weil seine erste Erwähnung nur ein Chapter nach dem Auftritt von Imsama war. Daraus könnte man eigentlich schon sehr leicht deuten, dass Imsama und Roxy Zabek die gleiche Person sind. Und wenn das eben der Fall sein sollte, würde es nochmal weiterreichend erklären, warum Imsama damals die Steckbriefe von Ruffy und Blackbeard vor dem Strud in der Hand hatte. Zum einen natürlich, das sind die beiden aufstrebendsten Piraten, Ruffy und Blackbeard. Beide könnten rein theoretisch das schaffen, was Roger geschafft hat, und zwar eben der König der Piraten zu sein. Das wäre eben die einfache und einseitige Erklärung, aber was wäre, wenn Rox eben Imsama ist? Dann würde es nochmal besser passen, denn Rox würde in Ruffy Roger erkennen und er würde in Blackbeard sich selbst erkennen. Aufgrund unfassbar viele Parallelen von Blackbeard zu Zabek, beispielsweise, dass Blackbeards Basis auf Beehive ist und die Rox Piraten damals auf Beehive entstanden sind. Oder wegen dem Schiff von Blackbeard, Saber auf Zabek, also Säbel des Zabek. Es gibt unfassbar viele Parallelen zu Blackbeard und Zabek. Deswegen wäre schon sehr wahrscheinlich, dass Imsama als Rox die beiden Steckbriefe von Ruffy und Blackbeard in der Hand hatte, weil er eben Roger in Ruffy erkannt hat und sich selbst zu seiner Piratenzeit in Blackbeard. Das heißt, wegen diesen unfassbar vielen Parallelen und vor allem auch wegen Professor Kleeblatt können wir davon ausgehen, dass Roxy Zabek auch Imsama ist. Und das könnte schon so eine kleine Bestätigung sein, wegen eben der Aussage von Kleeblatt. Aber ja Leute, ihr könnt mir gerne reinschreiben, was ihr davon denkt. Also könnt ihr euch vorstellen, dass Rox auch Imsama ist. Ein Abo auf den Kanal wäre eine riesige Unterstützung. Das gleiche gilt natürlich auch für ein Like. Und mit dem Aktivieren der Glocke verpasst ihr auch kein Video mehr. Aber ja Leute, danke auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin dabei wart. Und ich würde sagen, das war's dann auch. Bis dann und ciao.